Ein wunderschönen guten Morgen. Dieses kleine Häuschen hier, das eine Zimmer da oben, war unsere Unterkunft. Sehr gut eingerichtet. Auch relativ sauber. Das Frühstück, ja, Kaffee ist okay. Ansonsten, ja, nicht so ganz das Wahre. Es wird so ein bisschen Rührei oder sowas. Aber sonst also im Großen und Ganzen sehr okay. Hier gibt es auch einen kleinen Garten, wo man sich dann abends draußen hinsetzen kann, vielleicht auch ein bisschen grillen kann. Also alles schon sehr schön hier in der kleinen Anbau, im kleinen Wintergarten gab es dann mal das Frühstück. Also alles soweit ganz nett eigentlich hier, ja. Und jetzt wollen wir mal starten. Das ist nämlich der letzte Tag heute. Schönen guten Morgen von der Ostseeinsel Usedom. Heute das letzte Mal, wie gesagt. Wir haben jetzt gerade ausgecheckt aus der Pension. Pünktlich um 10, wie es sein sollte. Aber da wir nur einen relativ kurzen Weg haben, werden wir jetzt nochmal an den Strand fahren. Ich habe mein Begleitfahrzeug gerade etwas aus den Augen verloren. Das bin ich schon vorgefahren. Auch sehr selten. Jetzt muss ich versuchen, es wieder einzuholen. Aber verkehrstechnisch wird es nicht so einfach sein hier. Heute wird hier auch mal gebaut. Das ist halt interessant. Ja, wie gesagt, heute wollen wir nochmal an den Strand nach Zinnowitz. Bevor wir dann heute zurückfahren. Der Verkehr ist wieder Wahnsinn, wie man sieht, ja. Also, weil wir jetzt nach Zinnowitz an den Strand fahren, werden wir auch über Wolgast wahrscheinlich zurückfahren. Wird die Usedomer Wählerbahn ja mit modernen Dieselkraftfahrzeugen gefahren hier auf den Schienen. Früher bist du dann entweder mit solchen Ferkeltaxen da gefahren, also gewöhnlicher Schienenbus. Und noch davor,
bist du gefahren mit schönen kleinen Personenwagen und einer schönen V100 Ost vorne dran. Ach, das waren auch Reisezeiten. Man konnte ein Fenster am Zug öffnen, rausgucken. Also das Fahren hier ist wirklich, war ich jetzt gerade kein Genuss hier. Jetzt haben wir noch eine Baustelle hier quasi über Nacht gemacht, die gestern Abend noch nicht war. Wenn ich das hier wusste, wäre ich doch anders lang hier fahren, ey. Wir noch an den polnischen Ostseestrand hier gegangen. Alter, ey, jetzt haben die, machen die denn hier? Leitplanke bauen, ey? So ein Knall hier, ey. Dass wir so ganz kurz vor Sommerferienbeginn gefahren sind, war dennoch die richtige Entscheidung für ein paar Tage. Weil ich möchte nicht wissen, wenn Sommerferien jetzt erstmal anfangen, wir gehen ja jetzt gleich bald los, wie voll es dann hier sein wird. Da wirst du nur noch stehen, denke ich mal. Von vorne bis hinten, von oben bis unten. Auf den Zug zu kommen und auf der Insel runter zu kommen. So, jetzt waren wir nochmal beschaulich im Zinnowitz gewesen. Nochmal die letzten Tage hier ein bisschen am Strand ausklingen lassen, haben nochmal lecker Fisch gegessen. Und jetzt geht's nach Hause. Ähnliche Strecke, aber nicht ganz die gleiche. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie wir vorankommen. Prognostiziert ist eine Fahrzeit von 3 Stunden 40. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Joch, der schönste Kurzurlaub geht hier und da mal zu Ende. Was ist denn hier los? Ankunftszeit sagt er jetzt 19.07 Uhr, also rechnen wir so zu 20 Uhr mit einer Ankunftszeit. Ist, denke ich, noch ganz okay. Würde ich jetzt mal so behaupten. Aber zum Baden ist die Ostsee echt noch zu kalt. Es hat zwar einige Hartgesottene, die da drinnen waren, im Wasser, aber für mich war das nichts. Und jetzt verlassen wir Ostseebad Zinnowitz. Unsere Unterkunft war ja in Korswand. Und jetzt fahren wir über Holgas zurück. Ähnliche Strecke, wie gesagt, aber nicht ganz die gleiche. Man sieht immer noch dichter Verkehr hier Richtung Wolgast. Aber es rollt. Es rollt. Ach, herrlich, herrlich. Ja, Freitagabend sind wir hier angekommen. Haben auch nur den Gepäck quasi aufs Zimmer geworfen und sind dann nochmal direkt los an den Strand hier gleich vor Warner Aalbeck-Hellingshof, die Kante. Da war schon sehr windig und sehr düster, also was heißt düster, also sehr, sehr neblig. Man hatte kaum Fernsicht gehabt. Ja, also das war wirklich richtig Wolkenfang und richtig frisch hoch. Aber dazu schön windig und du hattest schön Wellenschlag an den Strand. Also das war schon schön. Und haben wir so einen abendlichen Spaziergang gemacht.
und das und jenes einzukaufen. Anschließend waren wir dann halt hier am Strand in Karlshagen gewesen. Da war auch sehr windig. Abends waren wir dann nochmal in Zinnowitz am Strand gewesen. Da war das sehr, sehr windig, wir hatten also ordentliche Wellen am Strand. Aber das war natürlich für die Kitesurfer an der Ostsee richtig geiles Wetter. Ja, also hast einige gesehen da auf dem Wasser. Die hatten also freudig ihren Spaß. Ich kann mir nur vorstellen, dass das richtig Spaß macht. Allerdings ist das doch nicht ganz so ungefährlich. Ja. Dann haben wir den Abend halt in Dings ausklingen lassen, in Zinnowitz, sind dann abends in die Unterkunft gefahren. Gestern selber am Sonntag waren wir dann halt in Peenemünde an dem U-Boot-Museum gewesen. Also das halbe Dorf ist ja da. Ich hoffe, das ist jetzt nicht falsch ausgedrückt, wenn ich sage Dorf. Das kann auch eine Stadt sein, ich weiß nicht. Jedenfalls in Peenemünde. Ist ja alles Museumsgebiet. Da war ja früher hier unter den Nazis schon Raketenforschungstralala gewesen. Und zu der Zeit war das auch halt militärischer Bereich, wo du als Otto Normalsterblicher gar nicht hingekommen bist. Also das war hermetisch abgeriegelt da. Und das ist quasi erst recht zugänglich nach der Wende. Und da waren wir auch gewesen auf dem U-Boot. Das andere Raketenmuseum da. Wie hieß das? Deutsches Technikmuseum oder irgendwie so? Dafür fehlte uns leider auch ein bisschen die Zeit und die Motivation. Wo wir dann halt gestern Abend dann nochmal am Strand in Bansin waren, am Strandbad. Und haben da auch ein bisschen noch die Seele baumeln lassen und einfach entspannt. Den Abend haben wir dann direkt unten am Wolgastsee in Horstwand ausklingen lassen. Da auch ein kleiner süßer Strand. Schön menschenleer, weil das Wasser ist halt noch nicht so warm. Auch die Temperaturen sind jetzt nicht so exorbitant heiß, dass man jetzt sagt, oh Gott, ich muss unbedingt ins Wasser. Aber das war total genial. Leider war das immer so windig, dass ich hier die Drohne nicht steigen lassen konnte. Ich hätte ja noch mal so ein paar Drohnenflüge gemacht. Aber das war dermaßen stürmisch. Also, die werden mich jetzt sicherlich auslachen, die Nordlichter, wenn ich sage, das war stürmisch. Für mich war es stürmisch. Also zumindest so viel Wind, dass ich die Drohne habe nicht steigen lassen können. Ich war bestimmt nicht das letzte Mal hier. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und da das auch von Berlin quasi nur ein Katzensprung ist, also wenn du Autobahn fährst, bist du 2,5 Stunden rum. Ja, gut, jetzt fahre ich mit Motorrad nicht gerne Autobahn. Über der Landstraße sind es halt 3,5 Stunden bis 4 Stunden, je nachdem. Ja. Also ist schon okay. Ja. Da bist du schnell hier oben. Du musst natürlich immer so abpassen, dass du den Urlauberstrom nicht hast, weil wenn man jetzt sieht, kommt uns ein Haufen Verkehr entgegen, alles was auf die Insel noch hoch will, mit den Wohnmobilen und so weiter und so weiter, also das ist schon derb. Die vermutlich letzte Tankstelle auf der Insel hier. Was haben wir denn überhaupt noch für eine Reichweite hier? Ich wüsste gar nicht. Ja, 130 Kilometer, da kommen wir noch ein bisschen Stücke. 1,28, boah. 12,45, 17,45. Ach, da haben wir richtig gut. Also alle 4 Stunden oder was?
hier verpasst hast, da bist du aber auch gelackmeiert, ja. Kommst du hier 3 Minuten zu spät, ist die Brücke gerade wieder zu, dann stehst du hier, ey. Das würde mich aufregen. Aber es geht besser als am Samstag hier lang, sagt Wolgast. Da haben wir hier ewig zugebracht. Ja, da ich da mit Auto unterwegs war, hat sich das Video nicht gelohnt. Deswegen fahre ich jetzt hier nochmal mit Motorrad auch lang. Jetzt fahren wir gleich über die Peenebrücke. Hier in Wolgast. Hier ist quasi Wolgasthafen. Und früher, wie gesagt, früher reden wir von wo vor 30 Jahren? 35 Jahren? Sind die Züge von Berlin aus nur bis Wolgasthafen hier hochgefahren. Und dann musste man über diese Brücke mit Gepäck und alles laufen. Und wir hatten ja früher nichts. Wir hatten ja keine Rollkoffer oder so, so wie es heute total üblich ist. Ja, da musstest du also das Gepäck schultern. Echt? Und hier rüber machen und hier drüben auf der anderen Seite wieder einsteigen in die Usedomer Bäderbahn. Und dann zu deinem Ziel zu fahren, ja. Das war schon derb. So, jetzt haben wir natürlich hier etwas Stadtverkehr mit ein paar Ampeln. Und das wird dann auch sicherlich gleich in den Feierabendverkehr hinfahren.
liebe Freunde des gepflegten Motovlogs, ich bin nun fast wieder zu Hause von der Usedom-Tour. Heute waren es nochmal 273 gefahrene Kilometer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Das Abonnieren des Kanals nicht vergessen, falls schon passiert, falls es nicht schon passiert. Und natürlich das Drücken der Abo-Glocke nicht vergessen, weil nur dann wirst du informiert, wenn ein neues Video online kommt. Und jetzt sage ich, gehabt euch wohl und ciao, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.